Ja, Mama Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir beginnen heute mit einigen wenigen Aufgaben hier zu Hause und werden uns dann so langsam aufbrechen. Oh, ich bin überladen, perfekt. Richtung Eisenschmelze, ne? Das ist Zeug, was wir halt brauchen. So, ich nehme einfach mal alles mit, was wir hier haben. Wir werden noch ein bisschen Klebstoff herstellen. Wir werden gucken, ob wir den Rucksack schon herstellen können. Jetzt müssten wir ja genug Stahl haben. Das ist ja das, was uns fehlte im Endeffekt. Und Klingenkorn kriege ich 4 Stück hin. Ich weiß es gar nicht. Mein Klingenkorn ist wahrscheinlich auch schon weg. Gucken wir mal. Wir brauchen nämlich... Tod von oben. Würde ich ja gerne mitmachen, aber es geht noch nicht. Was ist das denn? Die Toilette. Achso, man kann sich das Zeug jetzt schon angucken. Ah. Und man kann es nicht bauen. So. Oh, ich habe genug Klingenkorn. Nice. Kann ich das nicht einfach hier hinstellen? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. So. Danke für Ihre Kooperation. Wo haben wir das denn? Düngerproduktion da. Easy. Und dann können wir ab und zu mal unsere Kuh hier melken. Da habe ich schon. Wo schlägt sie ein, die Bombe? Hier unten, naja. Ach komm. Geh nach Hause. Okay. Ich werde die, glaube ich, wieder mitnehmen. Okay, wir müssen Kleber herstellen, wir müssen Rucksack herstellen, weil wenn wir den Rucksack haben, können wir noch mehr tragen. Wir können jetzt nämlich insgesamt tragen 340, aber es geht noch besser. Wesentlich besser. So, als allererstes, zack. Iva, kannst du woanders spielen? Komm, geh mal her. Wir stehen hier. Oh, ich, komm mal hier. Süße Kleine. Hol's dir. Mehr Hund wie Katze. So. Was wollte ich mal? Ich wollte hier herstellen. Was wollte ich mal? So. Rucksack. Jawoll. Plus 60 Tragekapazität. Und wir haben natürlich einen Rucksack hergestellt. Das mussten wir selbstverständlich auch machen. Warum kommst du jetzt wieder her? Das ist eine Katze, ey. Rüstwerkbank. Brust, Melone, Kürbis, Kartoffel, Dünger. Schockschadenwaffe. Ich habe Schokoladenwaffe gelesen. Ach, mein Hund möchte mit mir spielen. AKA die Katze. Oh Mann. So, wo ist denn der Rucksack? Okay, das wäre damit erledigt. Dann gucken wir mal. Ja. Sie quiekt immer wie ein Schwein, wenn sie spielt. So, modifizieren. Wir müssen unseren Raketenwerfer nämlich modifizieren. Raketenwerfer, nicht diesen Raketenwerfer. Den wollten wir auseinandernehmen. Vielleicht sollte ich das zuerst machen wegen dem Modi. Werfen. Raketenwerfer. 44er. Gut, wir haben keine Modi bekommen. Schade. Kommt Sonne weg. So. Jetzt aber. Das Fettding. Wir haben keine Modis dafür. Müssen wir damit noch ein bisschen rumlaufen. Wie viel kann ich jetzt tragen? 340? Achso, ich habe ihn noch nicht angezogen. Uhuhu. 370, Leute. Und das wird noch besser.
Das wird noch besser, das sage ich euch. So, du kommst weg, du kommst weg. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch vieles. So, Zeit zu kochen. Okay, gucken wir mal, was können wir machen. Erstmal nützliches Gemüsestärke. So, dann vorbereiten. Nee, gar nicht. Fleisch, das wollte ich machen. Ja, immerhin ein. Okay, Kochmütze brauchen wir auch noch, ne? Erst dann können wir richtig kochen. Alter, ich dachte, hier steht eine Kackpratze. Das ist meine Kuh. Ich wollte die Karotte anpflanzen. Da müssen wir 3 Stück anpflanzen. Nahrung. Was ist mit der Karotte passiert? Hä? Ja gut, dann halt die Brombeere. Hatte ich nicht eine Karotte dabei? Hätte ich schwören können. Aber so richtig. Doch 100%ig eine Karotte. Oder ist sie schon vergammelt? Der kann doch nicht so schnell gehen, oder? Verdorbenes Fleisch, nö. Hä? Das war eine wilde Karotte. Ich habe hier sogar einen Kürbis. Oder ist das ein Plastikkürbis? Ach ja, den kann ich ja noch nicht, ja. Wir müssen uns erstmal das Ding. Ach, Kacke. Was haben wir hier? Blei, ja, Blei brauche ich jetzt nicht. Haben wir hier Eisen? Aluminium, Blei, Silber, Müll, Wasser. Ach, scheiße. Das ist belegt, das ist belegt. Das ist belegt. Das ist belegt. Erz. Ja, unterschiedliche Erze wahrscheinlich, ne? Was haben wir hier? Kupfer. Blei, Silber. Aber kein Stahl. Eisen. Whatever. Blöde. Hä? Hä? Stahl, da. Da müssen wir hin. Schade, dass es hier nicht gibt, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viele Werkstätten einnehmen. Wir nehmen diese Werkstatt hier ein. Haus der Kürbisse. Wir können daraufhin zu den Haus der Kürbissen gehen und da uns höchstwahrscheinlich die Kürbisgranate holen. Weil die brauchen wir auch noch. Und dann wollten wir die legendären Sachen noch loswerden. Ich wollte meine andere Waffe mitnehmen. So viel zu tun. Da wollen wir hin, ne? Ja. Oh. Das schaffe ich diese ganze Woche, glaube ich, gar nicht alles zusammenzumachen. Meine Liste ist zu groß. Und auch nicht die Vorbereitung dafür. Ich werde verrückt. Hör dir den Notruf von Vault 94 an? Nee, muss ich nicht. Kennen wir schon. So. Klebeband. Munition. Was haben wir hier? Impro-Gewehr, irgendein Scheiß. Ah, Plüschbär. Das Plüscheisbär hier haben wir gemacht. Easy. So. So gönne ich mir das doch, wenn alles richtig gut läuft. So, ich möchte die Werkstatt einnehmen. Wo war das? Verbrannte Erde, ach so. Wo war das nochmal? Das war hier, oder? Oder was auf der Seite? Nee, das war hier. Da haben wir es doch. Ich sehe Nuka-Cola Quantum. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr. Oh, ich finde schön, dass hier alles schon mal tot ist. Das gefällt mir doch. Nuka-Cola Quantum haben wir leider schon, aber naja. Was haben wir hier? Nuka-Cola. Hm. Ah. Schade.
So, Beanspruch eine Werkstatt. Ach so, normale Challenge. Auch nicht schlecht. Das gönne ich mir. Was haben wir hier? Rezeptgezogener Flaschenkürbistee. Bauplan Bürotisch. Nice. Und das ist meine Lagerkiste. So, wir müssen uns hier ganz kurz umschauen. Kurz gucken, was wir hier alles haben. Wir müssen auch das Eisending finden. Und vielleicht finden wir hier noch im Nuka-Cola-Shop hier. Oh, ein Gartenzwerg mit Mütze. Clownshut. Nehme ich mit. Vielleicht finden wir hier alles schon, was wir haben. Hier ist Müll. Müll wäre natürlich auch eine gute Variante zu nehmen. Aber je mehr wir hier aufstellen, umso stärker werden noch die Gegner. Das muss ja auch nicht sein. Nochmal meine Kiste? Ist das so groß hier? Warnung! Protektrons beim Red Rocket Gebäude entdeckt. Warum? Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Eine Nichtbefolgung kann die sofortige Kündigung nach sich ziehen. Wo sind die Protektrons? Oh. Egal, wir haben eine Aufgabe, Leute. Und ich glaube, hier hinter diesem Gebäude war auch noch was. Wir haben hier nämlich mal in der Nähe gewohnt. Wo geht das hin? Ach, aufs Dach, alles klar. Nee, das war das, was wir gesehen haben, ne? Also gut, hier ist Müll. Shiva, du gehst mal jetzt schön weg von meiner Tastatur. Jetzt seht ihr gleich einen Schwanz. Meine kleine Shiva. Oh, guck mal, wie süß sie ist. Guck mal, wie süß sie ist. Bist du eine kleine Süße, ja? Willst du mal schießen, Shiva? Komm. Komm, ich lass dich schießen. Ich lass dich auch schießen. Warte kurz. Hier. Warnung. Protektrons beim Red Rocket Gebäude entdeckt. Oh, du hast geschossen und es hat vibriert. Bitte willst du noch die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Schon wieder ein Atomschlag, aber nicht bei mir, ne? Na gut. Danke für Ihre Kooperation. So, hier war Müll. Ich habe übrigens eine sehr aggressive Katze, die gerne um sie schießt. Aluminium brauche ich nicht. Aber ich könnte ein Foto davon. Verteidige Red Rocket. Ach Gott. Machen wir erstmal ein Foto. Aluminium. So. Oder sind das Fossilien? Könnte man als Fossilien nehmen. Ernsthaft? Ihr verarscht mich doch jetzt, oder? Ja, die sollen mir mal helfen, die Protektrons. Bitte die Alarme auf dem Wartungsterminal überprüfen. Shit. Ich habe doch nur billige Geschütze. Houston, wir haben jetzt wirklich ein Problem. Aber wir sind doch zum Glück nur Level 50. Die könnten wir sogar mit der Sniper holen. Schießt die auf die Protektrons? Das wäre echt nice. Wehre den Brandbestienangriff ab. Am Arsch, Junge. Am Arsch. Okay, das ist tatsächlich richtig gut. Den verpasse ich jetzt nämlich eins. Komm her. Ich habe das Eisen gefunden. Immer schön auf dem Hintern. Es funktioniert irgendwie. Oh Gott, das Auto explodiert. Warum habe ich den Laser nicht mitgenommen? Ist er schon wieder in der Luft? Scheiße. Ah, Mist.
Oh, ich muss das Red loswerden. Schnell in ein Gebäude. Das wird mir höchstwahrscheinlich nicht viel bringen, weil die ja durchs Gebäude irgendwie durchballern können. Aber ich kann mich kurz mal vom Red befreien. Es kann ja was werden hier, Leute. Es kann ja was werden hier. Ja, war klar. Right away. Haben wir mich schon wieder verloren? Nein. Wo ist der Angeschwächte? Bist du der Angeschwächte? Nein. Alter, geht hier mir auf den Sack. Ich fass das nicht. Oh. Warum muss ich das gegen die verteidigen? Ich brauche das Eisen. Was ist euch denn ernst? Ist er da hinten jetzt gelandet? Nee. Ich dreh durch. Jetzt ist er gelandet. Scheiße. Ich habe nicht mal richtig Munition dabei. Da. Ich hoffe, du hast genauso viel Schaden bekommen. Ja, das hat irgendwie keinen Effekt. Warum? Junge! Du gehst mir jetzt richtig auf den Sack. Wenn ich einen davon loswerde, ist alles gut. Ich habe halt nicht unendlich Heilung. Ich glaube, auf die wurde gerade geschossen, oder? Irgendwer hilft mir. Auch wenn es nur ein NPC ist. Ha! Aus der Luft geholt, du Arsch! Hier wird es gleich genauso ergehen. Ich spring da einfach rüber. Hat dein Bro irgendwas für mich? Gib einfach alles her. Oh, ich werde hier alle meine Stims verlieren. Ich müsste mich halt irgendwo verstecken. Dass der mich vergisst. Komm, vergiss mich. Ich bezweifle, dass er das tut. Oh, Vorsicht, der hat mich vergessen. Alles klar. Okay, schnappen wir uns das Arsch. L-O-C-H. Ich wollte es jetzt nicht ganz aussprechen. Wo ist er hin? Hä? Was machst denn du? Er hat mich doch nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen, scheiße. Ah. Das gibt's doch nicht! Ich bin Profi-Sniper! Hör auf, dich zu bewegen! Scheiße. Wir machen alles kaputt! Und ich treffe ihn nicht mal. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, nur 700 Munition. Irgendwann treffe ich dich. Es ist nicht dein Ernst, Mann. So treffe ich dich nicht. Alter, das war ja wohl ein Volltreffer.
Oh Gott, das macht keinen Schaden. Ich muss mich wieder verstecken. Bis es mich vergessen hat. Hau ab. Okay, jetzt vergisst er mich wieder. Oh. Oh. Ich wusste, ich hätte den Laser sofort mitnehmen sollen. Aber nein, Zero denkt sich, ja, mache ich erstmal die Werkstatt und dann mache ich das und... Na ja, gut. Mach ruhig, Zero, mach ruhig. Du schießt auch auf alles, wa? Noch weiß er nicht, wo ich bin. Er weiß nur, dass ich hier irgendwo in der Nähe bin. Ich habe ihn getroffen? Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er weiß immer noch nicht, wo ich bin. Teppichset 2. Mülleimer. Jawohl. Das ist die Belohnung, mit der ich gerechnet habe. So. Hat ja nur 20 Minuten gedauert. Uran. Brauche ich Uran? Ist Uran nicht Ultrazit? Okay, komm, wir haben eh schon gegen Brandbestien gekämpft. Was soll da noch Schlimmeres kommen? So, Müll, Materialextraktor, nukleares Material, Aluminium, Stahl. Ich brauche Stahl. Nukleares Material brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, ich würde jetzt Ultrazit bekommen oder so. Das wär's doch. Hier, oh, hi. Was durch? Wenn du auf meine Tastatur gehst, dann schubse ich dich wieder weg. Dann beende nicht meine Aufnahme. Der hat am Anfang, als sie hergekommen ist, schon mein PC gern ausgemacht. Wenn sie jetzt auch noch die Aufnahme beendet, dann ist vorbei. So, ja, ich würde gerne was sehen. Dein Schwanz ist hübsch und so, ne? Diese Katze. Wo ist hier das Eisen? Bis ich das finde. Willst du dich hinlegen? Tu es doch einfach. Aluminium. Hä? Haben wir das nicht schon von da hinten gefunden? Ja, komm her, Shiva. Komm. Komm, oder soll ich die Decke nehmen? Da wird mir zwar warm, aber dann hast du es gemütlich. So, komm. Willst du nochmal schießen? Sie schnüffelt so am Controller. Wo ist das Eisengedöns? Ja, wow. Das sind bestimmt die Protektrons, die gesehen worden sind. Warnung! Protektrons beim Red Rocket-Gebäude entdeckt. Ja, das ist ein kaputte. Wenn das dein Aluminium ist, was ist denn das? Aluminium? Ah! Wo ist ein Eisen? Wieso ist hier eine Zecke? Weißt du, einige werden von Zecken angegriffen, ich werde von Brandbestien angegriffen. Ist es fair? Jetzt guckst du mich so an, hä? Huh? Komm hier, komm Shiva, komm hier. Aluminium? Was? Dreimal Aluminium? Nee, oder? Nee. Hä? Sie sitzt vor mir und blinzelt mich an. Was ist los, Shiva? Hm? Bist du hungrig oder so? Ich glaube, sie ist hungrig. Wie spät ist das? Viertelstunde, Shiva. Viertelstunde müsst ihr noch durchhalten.
Dann kriegst du was. Aber wenn du es mir, wenn du mir sagst, wo hier das Eisen ist, Shiva, dann kriegst du sofort was. Lebst du? Ja, einige werden von Kakerlaken angegriffen, ich von Brandbestien. Hast du dreimal Aluminium hier und nicht einmal Eisen? Wo ist das Eisen? Ich bin nicht mal in der Nähe der Werkstatt. Oh, so kann man auch Stahlschrott sammeln. Ah, na gut. Entfernen wir mal die Autos, dann haben wir hier eine bessere Übersicht. Und dann explodieren sie auch nicht so. Bis ich das Eisen gefunden habe. Ich hab's gefunden. Ah, Bergbau. Sehr schön. Kann nur gerade nichts eintragen, weil Shivas Arsch auf meiner Hand liegt. Okay, haben wir hier irgendwo Strom in der Nähe? Irgendwo hatten wir doch Strom. War das hier? Stromkasten? Wie viel Strom benötigst du denn? 10. Ja, es geht doch. So, Wasser, Nahrung, Lichter, Strom, Generatoren. So. Dann packen wir einfach 2 hier hin. So, sehr schön. Jetzt kriegen wir unser Stahl. Junge. Ich würde dich aber auch gerne abschließen vorher. Schloss. Ja, das hier reicht auf jeden Fall. Gut, ich will nämlich keine Schrauben verschwenden. So, das hätten wir geschafft. Dank dem Brandbestien. Tod von oben schon. Was machen die denn? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann haben wir höchstwahrscheinlich schon ein bisschen Metall hier. Weil ich Shiva noch ein bisschen streiche. Haut rein, ciao.